traust du dich, mit einem Löffel und einem Ei durchs Sterncenter zu laufen? Traust du dich? Kein Problem. Die Rolltreppe hoch? So, lieber Dani, jetzt musst du 2 Brezel kaufen, darfst du mir mit einem guten Frühstück in den Tag starten. Und das ist dein Portemonnaie. Hier im Bäcker, macht er es oder macht er es nicht? Ich mach's. Danke fürs Geld. Also Susi, deine nächste Aufgabe. Traust du dich, jemand Fremdes kostenlos die Schuhe zu putzen, weil du es so gern machst? So, lieber Daniel, wir finden, dieser Wochenmarkt nervt einfach nur. Jeden Samstag diese Touristen in Sindelfingen. Deine Aufgabe ist jetzt, eine Unterschriftenaktion durchzuführen zur Abschaffung des Sindelfinger Wochenmarktes. Hier ist deine Unterschriftenaktion. Du musst 3 Unterschriften sammeln auf dem Sindelfinger Wochenmarkt. Macht das oder macht das nicht? Mach ich. Und zwar, ich sammle Unterschriften zur Abschaffung von dem Wochenmarkt hier. Weil es gibt einige Anwohner, die fühlen sich hier belästigt mit dem Wochenmarkt. Echt? Auch der Müll, der immer danach bleibt, ja. Ach so? Und, deswegen fahren wir mal nur. Ja, genau. So, Moment. Ja, es geht jetzt nun mal generell so Feedback zu kriegen. Die Anwohner, das muss ich sagen, die haben uns damals das Movida, das war Leis. Ich habe heute Nacht an der Sporthalle, ich wohne weit gegenüber Meichinger Straße. Und da ging ganz nach der Fest, und zwar mindestens bis 11:30. Ja, da ist Techno-Fahrt. Wahnsinnig. Da Da tut kein Mensch, macht da was. Ja, und die Anwohner haben uns das tolle Kino weggenommen. Also meine Unterschrift kriege ich. Also ich bin der Meinung, wer in der Innenstadt wohnen will, der muss wissen, dass da immer Halligalli ist. So, Susi, traust du dich, in der Videothek einen Schmuddelfilm auszuleihen? Ja, mach ich.
Zeig mal, was du gekauft hast. Ich wurde nicht mal nach meinem Ausweis gefragt. Zeig mal, was du gekauft hast. Die Gummisau. 3,99 Euro. So, Daniel, die dritte Aufgabe. Heute soll das alte Postbankgebäude gesprengt werden. Deine Aufgabe ist es, den Verkehr hier zu stoppen. Es dürfen keine Fahrzeuge mehr reinfahren. Die Begründung ist, das alte Postbankgebäude soll gesprengt werden. Du musst mindestens 4 Autos ableiten. Macht er es oder macht er es nicht? Ich versuch's. Schutzmann und Second, nimm der Ede Reis aus, weil der Ede den Schutzmann nicht mag. Ede fischt gern im Trüben und der Schutzmann treibt sie aus. Rund um die Uhr Tag für Tag. Große Haie, kleine Fische, viel Schatten, viel das wahre Gesicht zeigt sich hier im Großstadtrevier. Jetzt hast du sogar den LKW-Fahrer nicht reingelassen. Nee. Damit ist die Aufgabe erfolgreich bestanden. Ja, jetzt gibt's halt keine Post, der wollte die Post abholen. Traust du dich, ein Auto anzuhalten und zu fragen, wie am Montag das Wetter wird? Ich versuch's mal. Wissen tue ich's noch nicht. Ich versuch's. Okay. Deine Aufgabe ist es jetzt, mit der Schwimmbrille durch den Sterncenter zu laufen, ein Eis zu kaufen und das Eis, da muss die Kugel auf die Spitze gemacht werden und dann wieder hier rauszukommen. Mit Taucherbrille wohlgemerkt. Macht er es oder macht er es nicht? Ich mach's. In der Waffe, ja. Und eine besondere Bitte, könnten Sie die Kugel auf die Spitze draufdrücken, was anderes drum draufzubringen. Ja, genau. Super, danke schön. Dankeschön. Danke. Tschüss. Ich schmeiß mich weg. Guckt, ihr den, guckt euch den Schmock an. Aber ich habe Eis bekommen. Jetzt darfst du es auch essen. Damit ist die Aufgabe erfolgreich bestanden. Also Susi, traust du dich, jemanden zu fragen, wo er sein wunderschönes Kleidungsstück her hat? Das darf natürlich nicht ganz so hübsch sein, weil du es so schön findest.
probier's. Weil das weiß ich auch noch nicht irgendwie schon. Ich probier's. Versuch's. Das kann ich machen. Oder? Klar, kein Problem. So, Dani, die letzte Übung steht an. Bisher hast du immer Ja gesagt. Ich bin gespannt, ob du das jetzt noch zu Ende bringst. Natürlich werden die Aufgaben nicht leichter, sondern umso dreister. Deswegen hast du dein Fahrrad dabei. Deine Aufgabe ist es jetzt, durch den Buchladen Röhm zu fahren. Linke Türe rein, rechte Türe raus. Die Füße dürfen den Boden dabei nicht berühren. Macht er es oder macht er es nicht? Mit dem Rad geht's auch nach Haus. Der kommt aus Berlin. Schaut hin, ein froher Blick, ohne Kilometerzähler. Dazu noch mit Musik.